Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video hier live aus der Häuserhölle. Heute werden wir einiges Lustiges machen, denn ich habe schon mein Arbeitshemd an. Wir werden heute mal den Schaden inspizieren und dafür habe ich etwas Cooles bestellt, nämlich ein Feuchtigkeitsmessgerät. Dieser müsste heute kommen und natürlich kommt auch der Experte und auf den warte ich jetzt und bin ganz gespannt, was dieser Experte zu unserem Schaden zu sagen hat und ob es wirklich so schlimm ist oder nicht. Das erfahrt ihr, wenn das Licht angeht. Nee, das war eine andere Serie. Freunde, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Was ist eigentlich passiert? Für die Zuschauer, die es verpasst haben, verlinke ich euch hier das Video, wo wir einen Wasserschaden im neuen Haus hatten. Richtig ungünstig. Hat was mit der Badewanne zu tun. Ich erzähle das jetzt alles nicht noch einmal. Wir sind ja hier nicht bei aufgewärmt und werden uns diesen Wasserschaden heute mal genauer angucken. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und diesen ganzen, wie soll ich das sagen, Wahnsinn nicht verpassen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Das haben Tatsache über 40% noch nicht getan. Wir laden viermal pro Woche hoch, immer regelmäßig und erfahrt ganz, ganz viel aus unserer kleinen bunten Regenbogenfamilie. Ja, am Ende des Regenbogens wartet ein Goldtopf und ich würde mich freuen, wenn ich sowohl einen Regenbogen sehen würde und den Goldtopf finden würde. Ja, um diesen kleinen Schaden eventuell reparieren lassen zu können. Für die Zuschauer, die mir unter dem letzten Video geschrieben haben, ja, du solltest doch bitte als erstes die Versicherung informieren. Freunde, Freunde, es ist doch nicht mein erster Versicherungsfall. Ich hatte doch schon mal einen Wasserschaden. Ich weiß doch, wie ich mich zu verhalten habe. Und natürlich habe ich die Versicherung angerufen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Als ich noch den nassen Lappen und die Schlüpper anhatte, hatte ich natürlich die Versicherung angerufen. Also die Versicherung ist informiert. Und es hilft auch gar nicht, in den Kommentaren zu mutmaßen, auch wenn es immer sehr, sehr spannend ist. Denn wir wissen es ja selbst nicht. Wir sind gespannt, was wir da wirklich für einen Schaden haben. Und deswegen würde ich sagen, wir warten jetzt auf den Experten, der dann vorbeikommt, Freunde. Ich bin ganz gespannt. Ich habe auch natürlich Vermutungen, was es sein kann, aber das werden wir erst gleich erfahren. Oh, jetzt muss ich schnell sein. Es hat an der Tür geklingelt. Jetzt gucken wir mal, was da los ist. Es gibt ein kleines Update. Also es war gerade jemand da, der hat sich das erstmal angeschaut, ohne Werkzeug. Okay. Und hat gesagt, naja, es ist erstmal gut, dass das Badezimmer voll gefliest ist. Vom optischen Bild her ist erstmal alles in Ordnung. Entscheidend ist aber, wie die Badewanne drunter aussieht. Und das wird jetzt besprochen. Das heißt, es wird nochmal jemand vorbeikommen heute, so der nächsten halben Stunde. Der baut diese gesamte Verkleidung von der Badewanne ab. Das zeige ich euch gleich mal. Und dann wird drunter geschaut, ob es da drunter gefliest ist. Wenn es unter der Badewanne gefliest ist, dann heißt es erstmal durchatmen, dann ist ein weiterer Wasserdurchlauf ins Haus relativ ausgeschlossen. Wenn es darunter aber nicht gefliest ist, also quasi der blanke Beton, dann wird es nochmal spannend, Freunde. Ja, das wird sich jetzt in der nächsten Stunde hier entscheiden. Ihr seid live mit dabei. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin ganz schön nervös, denn ihr wisst, was ich meine. Ich zeige euch jetzt mal, was ab muss. Da ist das Corpus Delicti und es geht Tatsache darum, diesen Ring abzubauen. Und ich gehe davon aus, dass da drunter gefliest ist, weil hier ist keine Verdichtung oder sonst was. Also ich gehe davon aus, hundertprozentig weiß ich es allerdings nicht. Und dann wird reingeschaut. Es ist eigentlich relativ logisch, dass hier ein Schlauch kaputt ist oder eine andere Dichtung, dass es deswegen ausgelaufen ist. Wir werden sehen. Also ich bin ganz gespannt auf den Termin gleich und dann wissen wir endlich ein bisschen mehr. Das ist alles, was von einer luxuriösen Badewanne übrig geblieben ist. Und Freunde, ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen kaputt. Herzlich willkommen zurück zu Handwerken mit Danny. Die gute Nachricht erstmal zuerst, es ist alles nicht so schlimm wie gedacht. Das gesamte Bad ist gefliest bis zur Ecke und zusätzlich sind nochmal die Ecken mit so einer Isolierschicht, Teerschicht versiegelt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser von hier oben nach unten durchgedrungen ist, ist quasi ausgeschlossen. Wir werden uns gleich nochmal den Feuchtigkeitsmesser schnappen und nochmal die Wände messen. Aber es sieht erstmal sehr, sehr gut aus. Das ist die gute Nachricht.
zum Schadensbild gibt es mehrere Schadensbilder an der Badewanne, nämlich die Dusche, der Panzerschlauch und die Düsen. Und das zeige ich euch mal jetzt. Der Panzerschlauch der Dusche, das ist das hier. Und der ist durch den Kalk über die Jahre wohl zerfressen. Schaut euch mal an, wie schmutzig die Badewanne ist. Wir haben sie auch einmal volllaufen lassen. Und das Corpus Delicti sind zusätzlich diese Düsen. Und diese Düsen sind von der Dichtung her nicht mehr dicht und das Wasser läuft dort hinter. Das heißt also, wir können die Badewanne nutzen bis zu diesem Pegel ohne Probleme. Und sobald mein graziler Körper sich hier reinlegt, steigt der Pegel und die Düsen sind unter Wasser. Und dann ist das das Wasser, was hier drüber abfließt. So, der Siphon, der ist damit verbunden. Das heißt also, das Wasser, was darüber rauskommt, ist gar nicht mit dem Siphon verbunden. Das heißt, es kann nicht abfließen. Das ist das Problem, warum das Wasser hier drin stand. Das heißt, zusammengefasst, Wasser fließt nur über Siphon ab. Alles, was darüber hinausgeht, hat ein Problem. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir die komplette Badewanne quasi hier unten abgebaut haben. Und letztendlich kann man hier sämtliche Ersatzteile nachbestellen. Aber die Wanne muss ausgebaut werden, um diese Ersatzteile zu bebauen. Und es ist nicht ganz klar, wie die Dichtungen der anderen Düsen aussehen. Das heißt, man müsste eigentlich jede einzelne Düse komplett erneuern und austauschen. Und da diese Wanne, keine Ahnung, 2002 Katalog Kaufland war oder, kann man mir nicht genau sagen, wo man die Ersatzteile herbekommt, wie lange es dauert und. Dementsprechend habe ich mich relativ schnell dazu entschieden. Ich habe mit Maxim noch nicht drüber gesprochen, aber ich weiß, dass er es ähnlich sieht, dass wir diese Wanne rausreißen und uns eine neue Wanne hier reinstellen, weil das sind alles Sollbruchstellen. Das bedeutet, irgendwann wird wieder eine Dichtung kaputt sein. Das merkt man erst, wenn der Wasserschaden da ist. Und nochmal so viel Glück werden wir voraussichtlich nicht haben. Es ist gar nicht so aufwendig, diese Wanne auszubauen, denn diese Wanne steht quasi auch nur auf Füßen. Sie ist hohl und es muss einfach nur dieses Silikon entfernt werden. Das kann man ja hier sehen. Das geht relativ einfach. Da muss man mit dem Cuttermesser rüberziehen. Da waren die sanitären Menschen auch relativ entspannt. Das sieht erstmal alles soweit gut aus. Das heißt also, ja, es wird eine neue Badewanne kommen. Das werde ich mit Maxim mal besprechen. Ich muss mal mit der Versicherung sprechen, wie weit sie diesen Schaden mit übernehmen. Ganz sicher bin ich mir nicht, weil es ja kein direkter Gebäudeschaden ist, sondern ein Schaden an der Badewanne selbst. Das muss ich mal telefonisch abklären mit der Versicherung, um hier denn ja herauszufinden, wie es ist. Das klingelt gerade. So, Freunde, da bin ich wieder. Die wichtigste Sache habe ich euch gar nicht gesagt. Das hat mir nämlich auch nochmal der Sani-Mensch gesagt. Es bestand Lebensgefahr. Denn, was viele nicht beachten bei so einer Badewanne, da ist ja Elektronik verbaut. Denn da ist ja ein Radio und da sind ja LEDs. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ihr seht hier die Lautsprecherboxen. Und wenn man so ein bisschen hier reinluschert, nee, das kann man nicht sehen. Auf jeden Fall sind da drin Stromkabel, die natürlich an einer Leitung angeschlossen sind. Und Strom und Wasser ist eine ganz blöde Kombination. Bedeutet, wenn die Badewanne irgendwo leckt und auch das Stromkabel durch den Kalk, sagen wir mal, angegriffen ist, kann es zu einem Kurzschluss kommen und dann steht die Wanne unter Strom. Ob die Sicherung denn rausspringt und, ist etwas, was ich wirklich nicht ausprobieren möchte. Und da hat mir mal der Sani-Mensch gesagt, ein Radio in eine Badewanne zu verbauen, ist nicht unbedingt die beste Idee, auch wenn es zertifiziert ist. Ich bin froh, dass wir jetzt ja alles entdeckt haben, so dass hier erstmal meine Sicherheit ein bisschen gewährleistet ist und natürlich auch Maxims Sicherheit, aber der badet nicht so viel. Also wenn, dann wäre der nicht zuerst gegrillt. So, ihr habt ja mitbekommen, dass es gerade an der Tür geklingelt hat. Boah, was für ein krasses Licht. So, und was ist gekommen? Mein Feuchtigkeitsmessgerät, mit dem ich jetzt quasi nochmal die Wände überprüfe, kostet 17 Euro von der Firma Brennensturm, über 19.000 Bewertungen, alle echt. Ein sehr, sehr gutes Gerät, das kann ich euch mal kurz zeigen. Wenn ihr wollt, verlinke ich euch das auch, in Falle ihr auch mal eure Wände auf Feuchtigkeit messen wollt. Es erinnert ein bisschen an Ghostbusters, aber das ist tatsächlich das Gerät. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel hier rauf halte, schaut mal, dann sehen wir an, wie feucht so eine Wand ist. Und ihr seht hier 0%, hier ist alles dicht. Auch hier können wir nochmal ranhalten, 0%. Hier ist also alles in Ordnung. Das ist jetzt aber auch keine Wand, die mit dem Badezimmer verbunden ist. Wir gucken uns jetzt als erstes die Holzdecke an. Die ist zwar abgehangen, aber ich habe mich schon erkundigt, wenn hier Wasser rangekommen wäre, dann könnten wir das jetzt mit dem Gerät messen. Schauen wir uns mal an.
Wir sind jetzt quasi direkt unter der Badewanne und gucken mal, was das Gerät misst. 0%. Hier ist also alles in Ordnung. Und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, wie ich finde. Jo, also keine Probleme in der Wand. Einfach mal erklärt, hier kann ich zwischen Holz und Stein tauschen und hier kann ich, wenn ich einen Messwert habe, den kurz speichern, dass man es mal kurz sieht. Ich kann jetzt mal zum Beispiel das hier messen. Das ist jetzt der Küchenschrank, auch hier seht ihr 0%. Also auch alles in Ordnung. Ja, ein sehr, sehr cooles Gerät. Wir gehen jetzt nochmal damit ins Badezimmer. Da sind Fliesen. Gucken wir mal, ob wir die messen können. Aber es sieht erstmal wirklich alles sehr, sehr gut aus. Hier auf der Rückseite nochmal erklärt, ob es ein wenig mittel oder sehr feucht ist. Und das sind die Messwerte. Also wir hätten dann ab 5% bis 11% eine leichte Feuchtigkeit. So könnte es denn an... Also so sollte es nicht sein, aber so würden wir es wissen. Ein sehr, sehr cooles Gerät. Was ein Problem war, war diese Ecke, weil das Bad hier so ein bisschen überschüssig ist. Jetzt schalten wir das hier mal auf Stein und gucken mal. Nein, wir haben keine Feuchtigkeit. Keine Feuchtigkeit und direkt an der Badewanne. Null. Ja, also mehrere gute Nachrichten. Wir haben keine Feuchtigkeit mehr im Badezimmer oder im Haus. Die Badewanne ist soweit auch wieder dicht, beziehungsweise werden wir uns eine neue einbauen lassen. Und dementsprechend konnten wir den Schaden aufs Minimum beschränken. Es ist natürlich ärgerlich, aber auf der anderen Seite hat das Ghostbuster-Gerät uns ein gutes Gefühl gegeben. Ja, Freunde, und ich sage euch jetzt Tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche euch ein hervorragendes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Nee, am Sonntag, da gibt es auch noch ein Video. Tschüss!